aus meiner Sicht war der Spielverlauf sehr, sehr unnötig, weil wir in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht eine hervorragende Spielstruktur bei Kontersituationen drin hatten. Wir haben Angriffe nicht nur sehr zielstrebig vorgetragen, sondern auch final super zu Ende gespielt. Was dann tatsächlich gefehlt hat, war die finale Aktion beim Torschuss. Aber alles, was davor war, war nahezu perfekt. Also wenn ich ehrlich bin, hält sich die Enttäuschung in Grenzen, weil ich eine sehr, sehr gute Mannschaft gesehen habe von mir heute, die aufopferungsvoll gekämpft hat, die einen richtigen Pokalfight geliefert hat. Ja, ist natürlich ein bisschen Traurigkeit dabei, aber halt auch ganz, ganz viel Stolz auf die Mannschaft, weil ich glaube, das, was wir in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, war definitiv kein Klassenunterschied, vor allem kein Zweiklassenunterschied. Und ja, ich glaube, da haben wir vieles richtig gemacht, was uns in der ersten Halbzeit am Anfang ein bisschen gefehlt hat. Ja, erste Halbzeit müssen wir eigentlich, glaube ich, das Spiel entscheiden, haben genug Chancen, Lattentreffer von Hamdi da noch. Ja, und zweite Halbzeit, was wir dann halt ersten 25 Minuten da gespielt haben, ja, war halt nicht das, was wir uns vorgestellt haben, oder halt hat sich nicht zur ersten Halbzeit oder hat nicht zur ersten Halbzeit gepasst. Es ist einfach eine Enttäuschung, weil wir jetzt schon auch ein Jahr zusammenarbeiten und ich glaube, es ist immer relativ deutlich geworden, in welcher Form wir Erfolg hatten. Also wenn ich mir jetzt, wenn ich mich nochmal zurückerinnere, das sind für mich die beiden deutlichsten Beispiele, wie sehr wir uns nach den Spielen gegen Magdeburg in den Armen gelegen haben und wie viele Menschen gesagt haben, diese Mannschaft ist, wenn sie so Fußball spielt, eine aufstiegsfähige Mannschaft, dann muss man sich ja mal so vors geistige Auge rufen. Warum war das der Fall? Weil die Mannschaft eine unfassbare Konsequenz im Zweikampfverhalten hatte, weil es defensiv gescheppert hat ohne Ende, weil wir darüber hinaus diesen wahnsinnig schnörkellosen Fußball nach vorne gespielt haben. Das waren zwei Grundtugenden, die richtig viel Erfolg gebracht haben, und zwar in wechselnden Aufstellungen. Aber die Grundtugenden waren zu 100% da, und ich kann nicht verstehen, warum man im Halbfinale mit einer 1-0-Führung auf einmal andere Dinge auf den Platz bringen will. Das geht mir nicht so richtig in den Kopf. Wir haben 20, 25 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen, das ist richtig. War ein bisschen fahrig, ne? Das ist aber normal, weil die Jungs das nicht gewohnt sind, hier in so einer Umgebung auch zu spielen, ne? Und in so einem wichtigen Spiel. Aber ich glaube, dass wir uns relativ schnell gefangen haben, und ich glaube, man kann auch sagen, dass wir dann die restlichen 70, 65 Minuten auf Augenhöhe waren, das kann man schon sagen. Ja, ich glaube, wir haben, ich sag mal so, die ersten 30 Minuten sehr, sehr viel Respekt gehabt, und ich glaube, da zu wenig Mut gehabt. Das hat der Trainer auch in der Halbzeit gesagt, und das haben wir halt komplett abgelegt in der zweiten Halbzeit, und daher kamen wir viel besser raus und haben den Gegner, glaube ich, da dann ein bisschen überrascht und dementsprechend auch verdient den Ausgleich gemacht. Wir haben dann nicht mehr einfach gespielt, wir haben die Bälle nicht mehr hingeklärt und einfach geklärt, so wie in der ersten Halbzeit. Und haben halt zu wenig gemacht, ne? Und am Ende haben wir dann halt wieder eine Schippe draufgelegt, auch mit 10 Mann. Was hat man gesehen, wie es dann laufen kann. Ich bin enttäuscht über die rote Karte, die wir kassiert haben. Das tut uns am meisten weh, mehr als das Spiel selber, und weil uns ein ganz, ganz wichtiger Spieler im Aufstiegsrennen fehlen wird. Also ich glaube, die rote Karte, da müssen wir cooler bleiben. Dann spielen wir mit 11 gegen 10 weiter, und ich glaube, dann sind wir am Drücker. Ich glaube, das war so ein bisschen entscheidend, obwohl es da danach auch hin und her ging. Und ja, der Elfmeter, das ist dann halt so ein Ding. Das passiert. Unterm Strich seid ihr jetzt im Finale, das ist ja das erklärte Ziel. Persönlich wünschst du dir die Viktoria oder den Bonner SC? Ist mir eigentlich scheißegal, Hauptsache wir holen den Pokal dieses Jahr und spielen nächstes Jahr DFB-Pokal.